Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute ein Werk vor uns. Das ist ein sehr, sehr neues Werk. Es ist die Bibel in deutscher Fassung von dem Kollegen Herbert Jansen. Herbert John Jansen war ein deutsch-kanadischer evangelikaler Theologe, ist leider dieses Jahr, jetzt 2. Februar 2022, verstorben. Dieses Jahr stellte er oder kam noch raus die Gesamtausgabe Die Bibel in deutscher Fassung. Wir hatten von ihm schon das Neue Testament hier bei uns. Das war das hier, das Neue Testament, die Psalmen und Sprüche. Hatten wir schon auf dem Kanal. Und dieses Jahr kam die Gesamtausgabe raus, Die Bibel in deutscher Fassung. Wer der Kollege Herbert Jansen ganz genau ist und was er auch so getan hat, könnt ihr gerne nachlesen. Gibt einen kurzen Artikel, bekanntes Online-Lexikon, da könnt ihr nachgucken. Da steht ein bisschen was zu ihm drin. Diese Ausgabe hier, das ist die Ausgabe im Goldschnitt mit Flexcover, das ist gummiert, in Gold eingestanzt, die Bibel in deutscher Fassung, Goldschnitt und drei Lesebändchen. Flexausgabe, wir kennen sie. Fässt sich ungefähr so an. Es gibt auch von der Hoffnung für alle auch eine gummierte Flexausgabe. Wer die zu Hause hat, so fühlt sie sich an. Die Ausgabe, wie gesagt, ist jetzt erst im Mai auch erschienen. Insgesamt 60 Jahre hat der Kollege dafür gebraucht, die vorliegende Bibelübersetzung. Es ist jetzt viele Jahren, hat er die jetzt dran gearbeitet. Die Geschichte dahinter ist, dass er sich im Laufe seines Lebens viele Notizen gemacht hat. Mit bestimmten Übersetzungen war er mit bestimmten Formulierungen auch nicht so ganz zufrieden. Und daraufhin hat er dann aufgrund dieser Notizen dann irgendwann eine eigene herausgebracht. Bibel in deutscher Fassung aus dem griechischen und hebräischen Grundtext übersetzt, unter Berücksichtigung von vielen anderen Ausgaben, da gucken wir gleich mal in das Vorwort, da steht das nämlich ein bisschen drin. Gedacht ist sie nicht als Zweitbibel, sondern als Hauptbibel. Fangen wir mal an reinzugucken. Ach so, Goldschnitt, wollen wir ganz kurz die einfachsten Sachen. Ungefähr 1490 Seiten, ohne Apokryphen. Die Bibel in deutscher Fassung unter Berücksichtigung vieler anderer Übersetzungen. Hier sehen wir es nochmal, Erstauflage 2022. Für die ganz genauen unter euch, im Mai 2022 wurde sie verschickt. Missionswerk Friedensbote. Dazu gibt es ein Ergänzungsband, was sehr, sehr interessant ist. Ich habe da heute schon mal ein bisschen drin rumgeblättert. Zu diesem Ergänzungsband, das wird hiermit verkauft, gleichzeitig dazu sind Übersetzungskommentare enthalten, warum er sich für manche Übersetzungen entschieden hat, warum er genau das gewählt hat. Und das hat er da ziemlich gut erläutert. Das ist dieses hier, zeige ich jetzt nicht extra, Ergänzungsband zur Bibel in deutscher Fassung. Und mal so als Beispiel erklärt er dann zum Beispiel Johannes 1,5 und die Dunkelheit fasst es nicht. Und dann erklärt er es dazu, was es für Alternativen gibt, Synonyme und, und. Gibt es dazu? Ist eine richtig coole Sache. Hat man viele Hintergrundinformationen, warum er sich genau für diese Übersetzung entschieden hat und nicht für eine andere. Von Herzen dankbar sind wir dem Herrn, dass nun die Bibel in deutscher Fassung fertiggestellt vorliegen darf. Der Herr schenke es seinem Volk in dieser dunklen Zeit, die Fackel seines Wortes hochzuhalten. Dankbar sind wir für alle deutschen Bibelübersetzungsarbeiten. Jeweils die nächste Generation baut auf der Arbeit der vorigen auf. So kann der Text verbessert und genauer werden. Herbert Jansen hatte sich in seinem langjährigen Verkündigungsdienst eigene Übersetzung zu Abschnitten oder Büchern der Bibel angefertigt. Ein Grund war, dass er mit gewissen Formulierungen in den gängigen deutschen Bibeln nicht immer zufrieden war. Als er alt geworden war, wurde er gefragt, ob er denn all diese mühevoll und akribisch erarbeiteten Texte mit ins Grab nehmen und nicht viel mehr der Nachwelt zurücklassen möchte. So machte er sich in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts dran und sammelte seine bereits übersetzten Teile des Neuen Testaments und feilte weiter bis im Jahr 99 die neutestamentlichen Briefe
Römer bis Offenbarung als Büchlein herausgegeben waren. Und dann machte er so weiter und so weiter und so weiter. Er erklärt das dann auch richtig schön. Jede Bibelübersetzung, auch diese, ist verbesserungsfähig. Denn niemand in der Vergangenheit ist vollkommen gewesen. Kein Spezialist denkt an alles. Auch Nicht-Experten machen sich an schwierige Aufgaben heran. Und da ganz besonders der, der kein Spezialist ist, nicht an alles denkt, so ist auch die vorliegende Fassung unvollkommen. Darum sind Verbesserungsvorschläge willkommen, denn die Glieder des Leibes Christi ergänzen einander. Erklärt er weiter. Üblicherweise hat eine Übersetzung eine Zielleserschaft. Es braucht mindestens drei Arten von Schriftwiedergabe. Eine strenge und daher nicht so leserliche, wie man sie zum Beispiel in Kommentaren vorfinden kann, die einen näher an die Bedeutung des Grundtextes heranführt. Zweitens, eine allgemeine für die Gemeinde, die sowohl öffentlich gelesen und betrachtet als auch persönlich studiert werden kann. Und eine einfachere, die Kinder, Evangeliumsfremde und solche, deren Muttersprache nicht die der Übersetzung ist, besser verstehen können. Bei der vorliegenden Ausgabe darf man an die mittlere Gruppe denken, doch stelle man sich nicht die Gemeinde vor, die man heute zu oft vor Augen hat, sondern eine, die von der Liebe zum Herrn Jesus Christus und zu seinem Wort beseelt ist, so dann bereit ist, mit allem Eifer nachzusehen, wie und ob es sich so verhält. Die Bibel ist also nicht als Zweitbibel gedacht. Sie ist geeignet für das fortlaufende Lesen für Laien und Fachleute, für das Vorlesen im Gottesdienst, für die stille Zeit und das persönlich intensive Forschen. Eine Hilfe waren in alphabetischer Reihenfolge unter anderem folgende Übersetzungen. Buber Rosenzweig, Daber, Einheitsübersetzung, Elberfelder 1905, 2003, revidierte Elberfelder 2006, Herder, Kaut Schweizsäcker, Kyle Delitzsch, Luther 45, 12, 84, 17, neue evangelistische Übersetzung, neue Genfer, neue Luther 2009, Menge, Padloch, Schlachter, Fleiderer, Schlachter Revision 2000, Schmoller, Tour Sinai, Van Es, Zürcher und englische wie Darby, King James, New American Standard oder Young Literal Translation. Ein Großteil, muss ich mal sagen, hatten wir sogar hier schon auf dem Kanal. Die Bibelübersetzung geht von Generation zu Generation weiter. Sie basiert hier auf der hebräischen und auf der griechischen Ausgabe. So, dann erklärt er das noch weiter, Leitlinien seiner Übersetzung. Hinweise zu der Benutzung, er erklärt hier, wann er Semikolons gesetzt hat, wann er Kommas gesetzt hat, wann Klammer in Klammer, wann Anführungsstriche mit Zitaten, wird hier alles ganz genau erklärt. Satzart Parallelstellen, denn wir haben hier in den ungefähr 15.000 Fußnoten und 100.000 Parallelstellen, werden uns hier gleich gezielt gezeigt. Erste Buch Mose, Genesis. Wir sehen schon ein verdammt klares Schriftbild. Kriegen wir das heller? Ich hoffe mal, einen Moment. Ein verdammt klares Schriftbild. Es druckt nicht störend durch. Zweispaltig. Zwei Spalten selber sind fast 7 cm, fast 6,8. Die Buchseite selber 23 cm. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war öde und leer und Finsternis war über der Fläche der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über der Fläche der Wasser. Und Gott sagte, Licht werde und Licht wurde. Und Gott sah das Licht, dass es gut war und Gott schied zwischen dem Licht und der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Unten die ganzen Parallelstellen, hier nähere Erläuterung, wie zum Beispiel vor Anfang steht im Hebräischen kein Artikel. Ihr habt keine Zwischenüberschriften. Die Hand Jahwes kam über mich und Jahwe führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal. Und dieses war voller Gebeine, und er führte mich an ihnen vorüber, rings um sie herum, und siehe,
Es waren sehr viele auf der Fläche des Tals, und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Und er sagte zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine lebend werden? Und ich sagte, Herr, Jahwe, du weißt es. Und er sagte zu mir, Weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort Jahwes. So sagte Herr Jahwe zu diesen Gebeinen, siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr lebt, und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch aufsteigen und überziehe euch mit Haut, und ich gebe euch Odem in euch, dass ihr lebt. Und ihr werdet erkennen, dass ich Jahwe bin. Und ich weissagte, wie mir geboten war, und als ich weissagte, entstand ein Geräusch, und siehe, ein Erschüttern, und die Gebeine kamen nahe aneinander, Gebein zu seinem Gebein. Und ich sah und siehe, es kamen Sehnen über sie, und Fleisch stieg auf, und Haut spannte sich darüber von oben her, aber es war kein Odem in ihnen. Und er sagte zu mir, Weissage dem Odem, Weissage Menschensohn, und sage dem Odem, so sagte der Herr, Jahwe, komm von den vier Winden her, Odem, und blase diese Durchbohrten an, dass sie leben. Und ich weissagte, wie er mir geboten hatte, und der Odem kam in sie, und sie lebten. Sie standen auf ihren Füßen, ein sehr, sehr großes Heer. Ist sehr schön zu lesen. Das ist ein sehr schöner Text. Gucken wir noch weiter, ob wir noch was anderes Spannendes finden. Hört doch, Haus Davids, ist es euch zu wenig, Menschen zu ermüden, dass ihr auch mein Gott ermüdet? Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie wird seinen Namen Immanuel nennen. Unter Punkt 18 steht hier, vom hebräischen Wort für Kraft und saftvoll, geschlechtsreif, ist die Jungfrau im heiratsfähigen Alter. Das Wort wird nicht auf verheiratete Frauen bezogen. Okay, gucken wir mal weiter. Ich bin in großer Betrübnis und habe unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen, denn ich wünschte, ich selbst wäre ein Verbannter, von dem Christus getrennt für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, welche Israeliten sind, deren die Sohnesstellung ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der aufgetragene Dienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen nach dem Fleisch der Christus ist, der über allem ist, Gott gelobt in Ewigkeit. Amen. Liest sich richtig schön. Die Schriftart ist sehr, sehr gut zu erkennen. Hatte ich schon gesagt, wie groß die Schriftart ist? 2 mm und der Abstand von den Zeilen ist 1,5 bis 2 mm. Je nachdem, ob es ein Großbuchstabe oder ein Kleinbuchstabe ist. Im Anhang gibt es nichts, da ist nach der Offenbarung Schluss. Die Bibel in deutscher Fassung von Jansen mit dem Ergänzungsband. Gucken wir einmal noch zumindest rein. Ergänzungsband zur Bibel. Der Ergänzungsband zur Bibel in deutscher Fassung wird zusammen mit der Bibel ausgeliefert. Er enthält einen Artikel zum griechischen Grundtext, eine Bemerkung zum hebräischen und aramäischen Grundtext, ein kurzes Begriffsverzeichnis und einen längeren Übersetzungskommentar zur Übersetzung diverser Stellen des AT und NT. Wir wünschen dem Leser viel Gnade und reichen Gewinn bei der Lektüre. Thomas Jettel und Herbert Jansen, Dezember 21. Inhaltsverzeichnis, die Notwendigkeit einer Neubesinnung der Textkritik zur Überlieferung des Neuen Testaments, Bemerkung zum hebräischen Text Altes Testament, Begriff im Alten Testament, Begriff im Neuen Testament, Übersetzungskommentare, hier sind dann verschiedenste Stellen der Bibel aufgeführt, zu denen er sich hier in dem Ergänzungsband geäußert hat. Zur byzantinischen Textform des griechischen Neuen Testaments. Überlieferung, Abgrenzung zu anderen Texten, Methoden und Relevanz.
So. Textkritische Ausnahme des Neuen Testaments, problematische Auslassung zweifelsfrei belegter Texte. Dann Bemerkung zum hebräischen Text. Dieser Übersetzung liegt der masoretische Text zugrunde. Okay. Die Bibel in deutscher Fassung, Herbert Jansen, ein schönes Schmuckstück.